ich das Boot einfach so stehen lassen? Schieb's mit. Ja, das sieht auch gar nicht komisch aus. Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Hunger Games Folge. Ich weiß seit dem... Oh, du stehst direkt neben mir übrigens. Zusammen mit dem Dominik übrigens wieder. Mit dem Dom the Play. Oh Gott, Corn Crow. Ach, das bist du. Ja. Ich dachte schon, da wäre wieder so ein kleines Kind. Da meinte nämlich gerade jemand auf diesem Server hier, Corncrafter, bitte der Echte. Und wir haben so lange gebraucht, um einen Server zu finden, wo uns keiner erkennt. Piep. Ja, meine lieben Freunde, eigentlich wollten wir ja Hunger Games auf diesem Server aufnehmen, aber irgendwie nervt das dann hier schon ein wenig auf der Aufnahme. Und deswegen haben wir einfach mal geschrieben, nein, wir sind ein Faker. Also sorry an dich, wenn du das hier gerade siehst. Naja, wir sind hier auf einem amerikanischen Server und wir werden Hunger Games spielen. Das wird sich irgendwie bei mir auf dem Kanal wird das eine Serie werden, dass ich immer mal so mit ein paar anderen spielen werde. Öfters auch mit dem hier, mit dem Exorzisten. Exorzisten, der hat was gegen Eier. Nein. Jedenfalls müssen wir dann mal schauen, wie das wird. Ich habe ja früher schon mal ein paar Hunger Games Sachen gemacht und es geht jetzt genau los. Jetzt los. Ja. Wir laufen, würde ich sagen, direkt in die Mitte. Man hat keine Spawnzeit, glaube ich. Alter, wieso sind die alle schon da oben an den Kisten? Ach du Schande. Okay, die Schlangen. Alter, das bist du in mir drin. Nein, scheiße, scheiße. Okay, jetzt mache ich gar nichts. Warte, ich kill den einen hier gerade mal. Komm, stirb. Lauf einfach weg, stirb. Komm mit, lauf weg. Stirb. Okay, komm mit. Ich lauf weg. Ja, ja. Komm, siehst du mich? Ja. Lauf mir bitte sofort hinterher. Ich hoffe nur, dass uns keiner hinterherläuft, Alter, weil sonst wären wir richtig gearscht. Das sind jetzt hier wieder so die Anfangszeiten, wo wir gucken müssen, dass uns keiner hinterherläuft, dass wir nicht möglichst am Anfang sterben. Bist du hinter mir? Ja. Wir machen übrigens Team, weil das darf man hier. Hier gibt es teilweise Leute, die haben 3-Leute-Team. Und Alter, wir sind nur noch 27 Tribute. Das ist übrigens einer, wo 48 Leute drin sind. Das heißt, wir laufen erstmal hier zu den Rändern. Oh, ich habe irgendwie Schaden bekommen. Ja, gut, ich würde sagen, wir schwimmen am besten gerade auf die Inseln. Gut, dann kann uns auf jeden Fall keiner mehr verfolgen. Boah, ich hasse diesen Stress am Anfang. Wenn da ist keine, echt schlimm. Ja, das ist so einer der einzigen Server, die mittlerweile keine am Anfangs Friedenspause haben von so ein paar Sekunden. Weil es ist schon schrecklich. Am Anfang geht es echt darum, die einen nehmen was aus den Truhen und die nichts mehr kriegen, sind gefrustet und hauen die anderen nieder. So, da vorne siehst du einen Lavasee, da ist eine Kiste, soweit ich weiß. Also ich habe gerade eine Minimap drauf, eine Minimap ist erlaubt, zur Orientierung auch auf den Servern, es sind halt nur keine Hacks erlaubt. Ja. Und ich probiere mal gerade da was zu bekommen. Ich brauche Essen. Die Leute, die fragen, ob wir das auf ihrem Server waren, also eigentlich müsstet ihr immer nur gucken, ob der Server gecrackt ist oder nicht. Weil wenn der Server cracked ist, oh. Wow! Guck mal, ich habe einen Kuchen für dich. Oh, guck mal, was ich habe auch einen Kuchen. Guck mal, ich habe auch einen Kuchen. Ich habe auch einen Kuchen. So, da, ich gebe dir mal eine Hose und ich ziehe mir mal Schuhe an. Und ich habe noch ein Boot. Oh, Schuhe. Ich habe auch noch Schuhe. Ich habe aber kein Schwert. Das ist ja, blöd. Ich auch nicht. Das ist doof. Also Leute, wenn ihr irgendwen, irgendwie Exorzist oder Concrafter auf einem Server seht, fragt euch immer erst, ob der gecrackt ist. Und wenn er nicht gecrackt ist, dann bin ich es auf jeden Fall. Und wenn er gecrackt ist, dann bin ich es auf jeden Fall nicht. Oder halt PN schreiben oder irgendwie sowas. Naja, aber das soll nicht das Thema sein, sondern wir kämpfen hier ums Überleben. Ey, guck mal, hier ist ein Schaf. Mhm. Guck mal, da hinten ist auch noch was, da könnte auch was sein. Da hinten wird auf jeden Fall was sein, weil da ist so ein komischer Turm. Aber ja, ich will irgendwie nicht sprinten. Ah doch, ich habe eh noch einen Kuchen, von daher. Ich habe auch noch einen Fisch für dich. Oh, danke. Der riecht dann genauso wie meine Füße. Stimmt. Ey, da hinten ist auch noch so ein Turm. Siehst du den? Da ist auch was drin, das weiß ich, aber da hinten ist auch noch so ein komischer Gang in der Wand. Den sehe ich auch. Wo? Da, wo ich hinschlage. Ah, okay, ich seh's. Und da sind auch Tintenfische. Thaddäus, erinnert dich ja immer an meinen Skin, ne? Thaddäus, Deus. Die sind echt so aus. Das ist ja von den Dorfbewohnern, ne? Diese Maske. Ja, diese Nase. Echt krass. Aber die Nase an sich, die ist schon richtig lang. Genauso wie... Thaddäus. Thaddäus. Oh Gott. Okay, gut. Da oben ist eine Kiste drin. Ich werde der Erste sein. Warte, wie komme ich denn da hoch? Ich sehe schon einen Weg. Okay. Es gibt übrigens auch noch Hunger Games Server, wo man Sachen abbauen kann, oder? Ja, die gibt's. Die haben dann aber nicht mehr diese Maps hier. Achso, ja, das stimmt. Die haben dann andere Maps. Ich versuche jetzt erstmal nicht mehr zu sprinten, weil ich mir das dann nachher für die Leute da aufbewahre. Wo du es brauchst. Ja. Ich habe einen Helm, Schuhe, Brot, aber sonst auch nichts Wichtiges. Kein Schwert. Wenn wir einen Hund sehen, könnte ich den mir holen, weil ich habe so einen Knochen. Okay. Warte, gut. Warte, ich glaube hier hinten war auch noch immer mal was.
immer hinter den Inseln mal so gucken. Ja, das stimmt. Also ich glaube, ne, okay, hier hinter der Insel ist jetzt nichts, aber... Es könnte auf den Bäumen etwas sein, glaube ich, jetzt aber auch nicht. Wir könnten einfach mal da hinten rüber schwimmen, da hinten ist eine Insel. Ja, ich nehme mir mal mein Boot. Oh, doch, hier ist etwas egoistisch. Boah, Schwert. Hier ist ein komischer Gang, aber hier ist nichts drin. Seltsam. Na gut. Wir können ja mal einfach gucken am Rand, weil hier sind manchmal echt so ein komische. Ja, hier ist schon wieder so eine Einkerbung. So komische Löcher, ne? Ja. Ist dann immer versteckt. Ja, aber ansonsten, hier ist eine Kiste. Ah, perfekt. Aber eine Fishing-Dingens, was zu essen, aber kein Schwert. Boah, aber, das darf doch nicht wahr sein. Aber wir können fischen. Yay. Da hinten bringt's ist auch vor. Noch so ein Loch, wo das Wasser rauskommt. Siehst okay, du, ich schwimm schon mal gerade zu einer anderen Insel, okay? Achso, du hast ein Boot? Ja, ich habe ein Boot, habe ich ihm gesagt. Oh, du bist so blöd. Ich bin mal so egoistisch und benutze es. Ich gehe mal ganz alleine da auf den Turm und hoffe mal, dass da keiner ist, wenn doch. Ich angel wieder während des Schwimmens. Wir haben vorhin schon Hunger Games gespielt und hat das wunderbar geklappt. Und dann wurde ich halt... Oh, da ist einer, aber der hat auch kein Schwert, der hat eine Lederrüstung. Sollen wir ihn zusammen platt machen? Komm hier hin. Ich schwimme vielleicht gerade mal lieber zur anderen Insel. Wo ist denn der Typ? Der ist da bei dem Turm. Jetzt ist er im Wasser. Du, ganz ehrlich, ich schwimme zu ihm ins Wasser. Ich mach den vom Boot aus fertig. Ich würde es nicht riskieren, weil wenn du tot bist, ist das relativ blöd für die Aufnahme. Ich würde sagen, wir gehen da zusammen drauf. Okay. Hast du volles Leben? Ja. Was hast du für eine Hose? Ich hab auch noch einen Fisch und Kompass. Hast du eine Hose? Nein. Ich habe hier eine Hose für dich. Oh, cool. Komm hier. Warte. Ich hoffe, die fällt jetzt nicht gleich ins Wasser. Warte, ich schmeiße die hier an den Rand. Wir können den ja ein bisschen abgrenzen, dass er quasi, er muss ja an den Rand kommen irgendwann wieder. Ja. War der schon im Turm? Wahrscheinlich schon. Ja, der hatte auch eine volle Leder, fast volle Lederrüstung. Gut, wo ist der hin? Der ist jetzt auf die andere kleinere Insel geschwommen. Gut, ich würde sagen, wir nähern uns da mal ganz einfach an, mal so ein bisschen durchs Wasser. Ja. Oder? Ich schwimme erstmal oben. Okay, gut, er schwimmt. Ah ja, ich sehe, okay. Der hat auch nur eine Angel. Oder er hat ein Schwert, aber er möchte es nicht zeigen, weil er weiß, dass wir ihn sehen. Oh, das werden jetzt die ganz, ganz großen Illuminaten-Gerüchte. Ich glaube nicht, dass er mich vorher gesehen hat. Ich glaube auch nicht, dass er mich gesehen hat. Also er ist auf der Insel, aber wenn wir... Bist du hinter mir? Ja, du bist direkt... Oh, nein, nicht so schnell, nicht so schnell. Geh aus dem Boot raus. Nein. Dann bringt es ja auch nicht, dass ich unter Wasser bin. Okay. Soll ich das Boot einfach so stehen lassen? Schieb's mit. Ja, das sieht auch gar nicht komisch aus. Du schaffst das! Los, schieb es. Das ist auch witzig, ne? So ein Boot ist vor dir und du schiebst es einfach. Das geht gar nicht mittlerweile. Oh, warte, ist der okay. Typ jetzt auf der Insel drauf, ganz oben? Ich guck da mal eben so mit Optifine, Zoom und so. Weil wenn er auf der Insel drauf ist, könnte es sein, dass er uns sieht. Aber da muss er ja runterspringen. Und wenn wir da zusammen hingehen, müssten wir dann eigentlich plätten. Wo bist denn du? Ah, du bist da wieder. Bist ja, wieder ich hab überlegt, ob wir nicht erst auf die... Okay, der hat ein Holzschwert. Okay. Andere Insel. Gehen wir mal schnell auf die und das Boot. Oh, Mist. Wenn er das Boot und dann haben wir. Geh mal ein bisschen durchs Wasser, vielleicht sieht er uns nicht. Der hat uns schon gesehen, glaube ich. Moment. Ich schaue ihn an. Ich habe gleich kein Leben mehr, um unter Wasser okay, zu sein. Okay, okay, der sieht. Oh, ja, oh der. Scheiße. Soll ich schnell zum Boot? Dann schwimme ich ganz allein egoistisch weg. Er sieht uns auf jeden Fall. Der hat eine volle Rüstung und ein Schwert, Alter. Wir haben. Hä, hey, der hat sich eben die ganze Zeit gesneakt. Wie ging das? Seltsam. Okay, gut. Ich schau mal kurz hier oben nach, ob hier nicht irgendwo... Oh Gott, ich finde hier gerade auch keine Kiste. Ach du Scheiße. Ganz ehrlich, schwimm lieber weg. Ich schnapp mir das Boot und schwimm dir gleich hinterher. Ja. Weil ich will nicht, dass er das Boot bekommt, weil dann ist er uns schneller hinterher, weißt du ja, ne? Okay, er bleibt am Ufer stehen. Oh, kacke, er kommt ins Wasser. Mist. Er will mich angeln mit einer Angel. Boah, das ist fies, aber der schubst dich einfach nur weg. Wie wär's denn, wenn wir da zum Turm schwimmen? Ja, dann können wir den da irgendwie runterpunchen oder so, wenn es geht. Ich auch sagen. Er schwimmt weg, er schwimmt wieder zurück. Er schwimmt zurück zur Insel. Ach, okay, gut. Das ist gut. Der sieht wahrscheinlich, dass er auf dem Wasser dann keine Chance hat. Du weißt, ich bin mit, so ein der weiß, mit wem er sich anlegt. Ja, Mann. Was würdest du machen, wenn ich dein Boot kaputt mache? Da würde ich laut rumheulen und flennen. Oh, das will ich sehen. Nein, lass es. Mein Boot. Ja, okay, er bleibt wirklich auf der Insel. Das ist gut. Du bist ein guter Kollege. Bist einer von uns. Du brauner Bär. Torf ich ihn einfach mal so ganz indianisch. Aber der war hier schon drin, vermute ich. Ja, der war hier wahrscheinlich. Der kennt sich bestimmt auch ziemlich gut aus, nehme ich mal an. Ja. Ah, wahrscheinlich ist dort in diesem Wasserloch was, nehme ich mal an. Wenn wir doch erst lieber zu der Insel gegangen. Ah, Mist. Naja. Ja, der geht ins Wasserloch. Ich glaube, der kennt sich aus. Stell mal vor, gleich hat er so Diamantrüstung und alles.
Das Boot geht irgendwie gar nicht kaputt, so wie normalerweise. Das ist immer geil. So, wollen wir hier trotzdem mal nachgucken, ob hier nicht noch irgendwas drin ist? Du kannst das Boot auch nicht kaputt schlagen, schade. Ich würde es. Ja, schauen wir mal nach. Oh, da ist ein Hund. Ah, mein Knochen. Wolf, zähm den mal. Probier's mal. Oh, wir haben einen Perfekt. Hund. Ich lasse den erstmal hier unten kurz sitzen. Warte nicht, dass der Typ uns jetzt doch hinterher geschwommen kommt. Und der sich dein Boot schnappt, Alter. Willst du's haben? Du, ich überleg gerade schon, wo könnte der denn sein? Der Typ, der wird jetzt wahrscheinlich immer noch da hinten sein. Ich glaube nicht, also ich sehe den auf jeden Fall, wenn er herkommt und er ist gerade nicht auf dem Weg zu uns. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter. Hund, komm, du kommst auch. Ey, was machst du? Au! Ach, das gibt einem wirklich Schaden. Ey, ich dachte, das macht keinem Schaden. Das ist, ich glaube, der Server ist ein bisschen modifiziert. Muss ja, wegen Boot und so. Ja. Und jetzt wird Nacht. Da drehe ich mal ganz kurz die Helligkeit ein bisschen hoch. So. Gut, der Typ ist dann wahrscheinlich diesen Weg hier auch schon abgegangen. Da hinten ist eine Höhle. Ist einer. Siehste? Ja. Wie, was? Den Typen? Da hinten, das ist ein anderer. Ah, der hat auch einen Hund. Ich glaube, der hat kein Schwert. Der hat auch der hat so nur einen Wolf, Rüstung. Das ist kein Hund von ihm. Okay, wir haben auch einen Wolf. Wollen wir auf ihn drauf gehen? Okay, würde ich auch sagen. Ich mache jetzt dann mal mit der Angel. Du ihm am besten als erstes. Mit der Angel. Ich gehe der Hund dann auch drauf. Jetzt ist der unten? Oder sind ich das zwei? Keine Ahnung, wo der ist. Da unten ist auf jeden Fall auch noch so einer. Unterm Baum ist er doch, oder war das ein Schaf? Du, ich habe Angst gerade, wo der ist. Ich habe richtig Angst, ey. Minecraft, bestes Horrorgame, ey. Nein, also, hä, wo kann der denn sein? Nicht, dass der uns gleich irgendwie überrascht hier. Ja, krass. Der war doch. Hä? Ja, Hundi, komm erstmal mit. Hä, ich will aber auch nicht hier runterfallen. Verdammt, ich habe auch fast nichts mehr zum Essen. Nur noch einen. Fisch. Guck mal, ich kann dir hinten noch sowas geben. Okay. Oder weißt du, wie viel ein gebratener Fisch an Essen auffüllt? 2, 3. Okay, dann komme ich erstmal noch mit dem aus. Gut, ich mache jetzt auch erstmal den Chat komplett aus, weil das nervt echt. Weil ich kann ja dann Chat hidden. So. Ist auf jeden Fall besser. Ich würde sagen, wir umgehen das hier mal ganz kurz, so. Ja. Wo könnte der denn sein? Nicht, dass der mich da auf einmal von irgendwo puncht oder so. Dann hast du immer noch den Hund. Ja, stimmt. Aber der Hund ist weit weg von mir. Das ist irgendwie blöd. Der Tilt wird jetzt sicher immer zu dir. Also auch ich glaube, der ist aber weggelaufen vor uns. Ich versuche mal kurz nach da unten zu gehen, wo dieses Licht war und so. Du siehst mich, oder? Ja, ja, ich bin direkt hinter dir. Gut. Oh, boah, gut. Das ist so eine modifizierte Map. Die ist ganz anders als die originale. Wir sollten wirklich nicht mehr sprinten. Das hier ist recht. Noch ein Hund. Guckst du hier unten, ob da irgendwas ist? Da sind so Lilianen, das heißt, da muss für irgendwas stehen, also auf der linken Seite. Dann kann ich hier eben nachgucken. Ja, okay, ich kann hier hoch, wenn ich da unten bin. Hund teleportiert sich, das ist gut. Ich hoffe mal, dass sich das jetzt gelohnt hat, hier runter zu gehen. Oh, eine Bowl, das heißt, ich kann jetzt Pilzsuppen machen. Da ist unser Essensproblem erstmal gelöst. Okay, da oben ist die Höhle. Oh Mann, da kann man nur von oben rein, wenn man sich da runterfallen lässt. Ah, das ist blöd. Weil der ist so eine komische Ablage. Okay. Das heißt, ja, warte mal ganz kurz, ich komme da hin. Ja, also wenn du Pilze siehst, auf jeden Fall abbauen, ne? Ja. Denke ich aber nicht, aber hier ist auch nichts drin. Ich bin hier unten im Meer. Ja, ich sehe aber deinen Namen, von daher bleib mal ganz kurz stehen. Ich sneak mich mal lieber. Ja, dann sehe ich dich aber nicht mehr. Okay. Ja, okay, ich weiß ja ungefähr, ich sehe dich aber schon. Ja, so halbwegs. Gut, dann suche ich dich mal. Ach, da bist du, ja. Hallo. Hallo. So, warte, ja, ich zeig jetzt, unbedingt ein Schwert. Wo ich jetzt runterspringen werde. Aber ich hoffe, wenn da nichts mehr drin ist, ey, dann habe ich das ganz umsonst riskiert hier. So, komm mal mit. Ich weiß schon, was du meinst. Dieses leuchtende Teil, oder? Ja. Oh Gott. Da hinten sind Schweine, die können wir doch töten. Dann kriegen wir was zu essen. Ich mach das gerade mal. Ja gut, ich spring da mal rein. Ach du Kacke. Oh. Ah nein, da war eine Druckplatte. Da wird man runtergeschubst wieder. Oh. Du bist tot? Nein, nicht tot. Nur ich bin da drauf gesprungen und ich bin auf eine Druckplatte gesprungen, weißt du? Ah. Dann wurde ich da runtergeschubst. Okay, kannst du da wieder raus, oder? Natürlich kann ich hier wieder raus. Okay, warte, dann probiere ich das gerade mal, weil man kann sich ja durch Sneaken am Rand an der Druckplatte die Druckplatte umgehen, wenn man sich sneakt. Du, ich weiß nicht, ob. Da ich ja, das ja. Hast du das geschafft? Ja, ich stehe noch drauf. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich die Druckplatte. Mist! Sehr gut. Verdammt. Auf jeden Fall. Da. Ja, fast ist auch nicht ganz. Da kommt er angeschwommen mit seinem Fisch in der Hand. Ich hab keine Schale. Fisch, das ist eine Feder. Ach, eine Feder, ja. Es sieht so gleich aus in meinem Texture Pack.
Oh, soll ich das nochmal probieren oder glaubst du, da ist nichts mehr? Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas ist. Okay. Vielleicht ist hier noch irgendwas? Nee, hier ist auch nichts. Gut, hier wird wahrscheinlich eh schon alles leer sein, weil hier gerade einmal dieser eine Typ war und dann noch dieser andere von vorhin. Wollen wir erstmal irgendwo in den Wald laufen? Oder hast du die Schweine getötet? Nee, aber ich habe ja sowieso eine Bowl. Das heißt, Essen haben wir genug, wenn wir Pilze farmen. Hier sind Pilze. Ich habe zwei. Rote oder braune? Rote. Übrigens, Blätter und so können wir kaputt machen, aber Steine nicht. Also Leute, bitte dann nicht rummeckern, das ist einfach so festgelegt. Ja. Braune brauchen wir auch, dann haben wir Pilzsuppen, ne? Ja, zwei braune habe ich auch. Also da hinten ist ein Haus. Da hinten ist ein Haus. Und es beleuchtet. Hund kommt auch mit. Warte, mein Hund könnte ja theoretisch die Schweine mittöten. Das macht er, wenn ich die angreife, das ist gut. Essen ist auf jeden Fall erstmal wichtig. Und natürlich, wir brauchen ein Schwert. Ein Schwert ist wichtiger als alles andere. Okay, stimmt auch wieder. Stirb! Stirb. Hund? Wieso macht der nichts? Ich glaube, das ist auf dem Server alles ein bisschen anders. Ja, ich glaube auch. Oh, da. Oh, ein Blitz. So, aber das war es jetzt auch schon wieder für diese Folge Hunger Games. Wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Also ich werde jetzt einfach weiter aufnehmen. Wie immer, wenn ihr das Video gut fandet, Daumen hoch. Wenn ihr schlecht fandet, Daumen runter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. So, wir sind nur noch 7. Ja, wir sind nur noch 7. Also wir befinden uns jetzt gerade schon in der zweiten Folge. Nur damit du weißt, dass... Ja. Verstehst du ungefähr, wie ich das mache? Okay, gut. Ich verstehe es. Okay, gut. Wir sind nur noch 7, meinst du? Wir sind 2. Das sind heißt, 5 Gegner, die wir töten müssen. Und einer hat ein Schwert, das ist schon mal doof. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein Schwert. Oh. Oh Mann. Schon wieder einer gestorben? Ja, und noch 60 Sekunden bis zum Deathmatch. Ach du Scheiße. Du, ich werde mich so lange irgendwo in der Ecke verkriechen, bis du hingepottet wirst. Ja. Okay, noch 45 Sekunden, hier kommt ein Deathmatch. Okay, meine lieben Leute, dann war das gerade total blöd mit dem Cut zu machen. Das musst du nicht reinmachen. Das sollte ich nicht reinmachen. Das heißt, hier ist noch irgendwie so eine Dingens. Da werde ich jetzt nochmal ganz schnell versuchen, runterzulaufen. Also, das heißt, tut mir leid, wir sind immer noch in der gleichen Episode. Also bitte jetzt nicht verwundern, ich wollte das eigentlich cutten, aber irgendwie habe ich das dann noch nicht. Weil jetzt ja das Deathmatch ist und ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hier unten ist eine Strömung, hier ist eine Kiste. Ist da ein Schwert? Hier kann man nicht durch, doch kann man. Schwert, alles mögliche ist hier drin. Boah, schnell hergeben, noch 15 Sekunden, schnell. Wie viele Schwerter? Ich habe nur ein Schwert, aber ich kann dir eine Axt geben, das macht auch ein bisschen Schaden. Okay. Ich habe auch kein Rüstungsteil, ich kann dir einen Helm geben. Ja, ein Helm wäre gut. Scheiße, noch 2-1, okay, zu spät. Nein, Mist, jetzt hab ich den Helm nicht auf. Verdammt. Oh, es geht schon los. Okay, gib mir mal schnell die Axt. Wir sind erstmal zusammen, ne? Ja, natürlich. Und dann, wenn wir übrig bleiben, dann killen wir uns gegenseitig. Okay, wo haben die Diamantschwerter? Okay, ich weiß sowieso schon, wer gewinnt. Aber ich glaube, die Kisten am Spawn sind jetzt wieder voll, oder? Wir können es riskieren. Alter, hier liegen komplettes Kit von einem. Ja. Sind die Kisten am Spawn wieder voll? Ist einer hinter mir? Ja. Keiner ist hinter mir, okay, gut. Ich brauche schnell Mist, Kompass, ich brauche ein Schwert. Ich habe ein Schwert für dich, hier. Wo? Hier, ich weiß dahin. Das bist du, Hallöchen. Hallöchen. Warte, da kommt einer. Oh, eine goldene. Nee, das nicht. Alter, ich schnorr mir gerade einfach die ganzen Sachen von den anderen. Ich merke das auch. Hier, so aus den Kisten natürlich. Kompass, Fisch. Boah, also ich gucke jetzt. Ich habe jetzt übelst viele Sachen, aber ich habe immer noch kein vernünftiges Schwert. Ich auch nicht. Ich habe nichts Besseres, als ich nicht vorher schon hatte. Du, aber wenn wir auf den Typen mit dem Diamantschwert von hinten gehen, dann könnte es vielleicht sogar was werden. Bin mir nicht sicher. Der ignoriert uns. Oh, jetzt geht er, glaube ich, gleich auf mich los. Mist. Du, ich werd nicht auf den von hinten jetzt drauf gehen. Am Ende killt er uns eh. Den Brustpanzer. Hier ist nichts mehr in den Kisten. Den Brustpanzer können wir noch nehmen. Müssen uns die Sachen. Oh. Ah, nee, oder wir machen so, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. So, jetzt lass drauf gehen. Okay. Okay, gut. Noch nicht. Ist hinter mir? Ich hab ein Diamantschwert! Scheiße, ich muss wegrennen. Ich renn weg. Kannst Alter, ich wollte das aufnehmen. Ja, ich lenke ihn ab. Tut mir leid. Ich wollte das aufnehmen. Gut, ich lenke ihn ab, ich schlag ihn von hinten. Ja. Scheiße, das wird richtig eng. Warte, ich komme sofort. Ich habe jetzt noch das Diamantschwert. Nein, Scheiße, der hat eine Angel. Aber ich habe auch eine Angel. Okay, warte. Lenk du ihn ab, ich gehe von hinten auf ihn los. Das wird so ein richtiger Angelfight jetzt hier. Warte, genau. Mist. Komm schon.
Komm schon, du kleiner Schabunk. Komm mit drauf, komm. Oder okay, wollen wir erstmal hier abwarten? Weg. Er rennt weg. Okay, komm, gut. Mit deiner Nubi-Angel, na komm schon. Ich habe auch eine Angel, aber ich habe zwei Diamanten. Ich mache mir jetzt auch noch ein Diamantschwert. Alter, wieso treffe ich den nicht? Oh, nein, Mist. Okay, ich muss mir auf jeden Fall... Scheiße, jetzt geht wahrscheinlich auf... Nein. Boah, Alter. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass da noch alles voll ist und so. Warte. Komm schon. Komm jetzt, komm hier mit drauf. Oh, fast hätte ich dich geschlagen. Ja gut, komm. Wenn der jetzt tot ist, ja. Gut, jetzt würde ich sagen, gehen wir beide nochmal an unsere Ecken. Wollen wir jetzt einfach weiterkämpfen? Warte, ich muss... Wir sind dann nur noch zwei, oder? Oder ist noch einer übrig? Warte, guck mal in den Chat, ich habe den Chat hier aus. Ja. Ja, wir sind nur noch zwei, wir sind jetzt Alter, zwei. Alter, das wird jetzt... Oder wollen wir trollen? Das wäre assi. Ja, das wäre assi, stimmt. Ja, also jetzt okay, los. Gut. Wollen wir? Jo. Okay, gut. Geht los. Gut. Geht los. Warte, ich brauche noch eine Hose. Okay, Das ist so affig. Ich darf ja nicht sagen, was ich jetzt mache. Ne? Du willst sein. Was? Komm. Komm, stirb schon. Ja! Da ist der Sieg! Da ist der Sieg! Oh, dass ich das Ding nochmal gewinne, ist vorbei? Ja, ich glaube schon, ne? Oh. Streetboot Concrofter from District 10 has won. Okay. The server's restarting, please join back. Okay, meine Damen und Herren, das war's jetzt hier mit einer langen Folge Hunger Games, 20 Minuten mit ein paar Verwirrungen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir beide noch ins Finale kommen. Ich auch nicht. Das war echt extrem geil, fand ich. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wie immer, bewerten nicht vergessen. Daumen hoch, wenn ihr es gut fandet. Daumen runter, wenn ihr es nicht so gut fandet. Und von meiner Seite tschüss. Und der Dominik darf die letzten Worte sagen. Tschüss. Tschüss. Oh, jetzt hatte ich die letzten Worte. Nö, jetzt nicht mehr.